Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Menschen stellen sich und uns allen zu Recht die Frage nach der Zukunft des Diesels. Dabei geht es zunächst um die Frage, wie wir es schaffen, die Luft in unseren Städten noch sauberer zu bekommen. Es geht aber auch um existenzielle Fragen, wenn plötzlich 100.000 Dieselnutzer nicht mehr an ihren Arbeitsplatz in die Großstädte gehen können. Und meine Damen und Herren, wir alle haben auch eine Verantwortung. Und deshalb möchte ich vor allem eines, nämlich dass wir endlich beginnen, auch sachlich und auf der Grundlage der Fakten über diese Frage zu diskutieren, wo die Menschen draußen zu Recht interessiert. Und zu den Fakten gehört, seit 2000 ist die NOx-Belastung im Straßenverkehr um 60% gesunken. Die Zahl der Städte, in denen der Grenzwert überschritten wird, 2017 betrug sie noch 66. Und es bestehen nach wie vor Schwierigkeiten, das stellt gar keiner in Fragen. Aber wenn man den Blick auf den Antrag der AfD wirft, und lieber Kollege Luksic von der FDP, lieber Oliver, da kommt ja fast so der Eindruck rüber, man müsse jetzt nur die Messstellen verändern und am Ende ändern wir auch noch die Grenzwerte und dann haben wir alle Probleme gelöst. Aber so einfach ist es eben nicht. Und der Applaus in dieser Richtung rechts von mir beweist genau das Gegenteil. Meine Damen und Herren, die CDU-geführte Bundesregierung hat viel auf den Weg gebracht. Wir haben das Sofortprogramm Saubere Luft. Es ist vieles umgesetzt. Es werden Software-Updates für die Diesel-Pkw in den Schadstoffklassen 5 und 6 durchgeführt. Und damit erreichen wir übrigens eine Reduktion der NOx-Emissionen um 30%. Bei der Software-Nachrüstung haben 6,3 Millionen Fahrzeugnutzer einen Antrag gestellt. Bei einem Ziel von 5,3 Millionen, das wir uns gestellt haben, ist es, glaube ich, ein Wert, über den man an dieser Stelle, in diesem Haus, bei dieser Debatte auch mal reden muss, sehr geehrte Damen und Herren von der Opposition. Und bei Kollege Kühn, ich komme gleich auf Sie zu sprechen, aber ich glaube, bei der technischen Nachrüstung geht es vor allem um eins. Ich glaube, die pauschale Förderung, man könnte jetzt alle Dieselfahrzeuge nachrüsten, ist doch faktisch nicht leistbar. Wir müssen festhalten, dass die Hardware-Nachrüstung bei den 3,1 Millionen Euro 4-Fahrzeugen aus technischen Gründen nicht möglich ist. Das habe ich mir übrigens auch nicht ausgedacht, sondern das ist das Ergebnis einer Anhörung im Deutschen Bundestag, die wir alle gemeinsam miteinander, Gott sei Dank, durchgeführt haben. Aber bei den 5,6 Millionen Euro 5-Fahrzeugen sieht es anders aus. Hier ist die Nachrüstung in Teilen machbar. Aber es gilt auch zu beachten, dass die Lösung eben nicht einfach ist, dass sie Zeit braucht und dass wir mit den Herstellern und den Werkstätten in diesem Land lange, lange Gespräche führen müssen, damit wir diese große Zahl auch bewältigen können, sehr geehrte Damen und Herren. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist, dass das Bundesverkehrsministerium Hardware-Nachrüstung vor allem bei den städtischen Dieselbussen fördert. Ich war lange im Landtag von Baden-Württemberg, das wissen Sie. Wir haben in Stuttgart nicht nur ein großes Feinstaubproblem, sondern es ist am Ende auch eine kommunale Frage, die wir beantworten müssen in unseren Städten. Und mit Staatssekretär Steffen Bilger haben wir da übrigens auch einen aus der Region, der genau das zu Recht vorantreibt. Aber meine Damen und Herren, was mir persönlich wichtig ist, ich habe großes Verständnis für jeden Bürger, der zu uns allen in den Wahlkreisen kommt und sagt, ich habe da Sorgen um mein Auto, ich habe da Sorgen um meine Mobilität, ich habe Sorgen, dass ich am Morgen nicht mehr zu meinem Arbeitsplatz in die Stadt fahren kann. Aber bei aller Aufgeladenheit der Debatte und trotz des großen Handelsdrucks dürfen wir einen Fehler nicht machen. Wir müssen weiterhin Lösungen suchen, die umsetzbar sind. Leere Versprechungen sorgen am Ende für eine noch größere Enttäuschung bei der Bevölkerung. Und es muss uns hier allen, die wir hier an diesem Mikrofon heute reden, auch bewusst sein, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Wo betrogen ist und wo getrickst wurde, da braucht es Kompensation, da braucht es Wiedergutmachung. Und das wird getan. Aber klar ist doch auch, über die Fahrzeuge, wo wir jetzt diskutieren, da ist er, der liebe Kollege Krischer, ich habe Sie im letzten Verkehrsausschuss vermisst. Aber über die Fahrzeuge, wo wir jetzt an dieser Stelle diskutieren, müssen wir doch zur Kenntnis nehmen, dass die alle eine Genehmigung haben,
dass wir, wenn wir morgen wenn wir wieder über diesen Punkt diskutieren, dass wir gar nicht über die ausländischen Fahrzeuge in unserem Land diskutieren, die wir, egal mit welcher Regelung auch immer, erreichen werden. Und deshalb unterstützen wir als CDU-CSU-Bundestagsfraktion unseren Verkehrsminister Andreas Scheuer. Es laufen jetzt auch schon verschiedene Meldungen über den Ticker, weil wir gemeinsam mit den Automobilherstellern in diesem Land, weil wir gemeinsam mit der Wirtschaft Lösungen suchen müssen, die dem Bürger am Ende wirklich auch, Herr Präsident, ich komme zum Schluss, helfen. Es ist viel Vertrauen in den Automobilstandort verloren gegangen. Aber helfen Sie mit fachlichen Argumenten Lösungen zu suchen, und seien Sie nicht nur populistisch. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht der Kollege Dr. Dirk Spanien, AfD-Fraktion, zu uns.